Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 Blizzard Mountain. Und passenderweise, wir sind hier direkt in ein Blizzard. Noch mit den Honda NSX aus der letzten Folge, wo ich mir dachte, ach komm, den lässt du mal erstmal noch. Und fängst gleich einfach mal an, hier ein bisschen eine Speedzone zu machen, die wir vermutlich jetzt nicht auf volle Punktzahl kriegen. 108, das hat gerade so für 2 Sterne, glaub ich, gereicht. 115, also wir fangen jetzt einfach wirklich mal mit hier voller Action an. So, 135 haben wir. Ja, 135 Punkte, doch damit kann man erstmal anfangen. Ich glaube, das ist sogar ein Ticken leichter von unten, die Zone zu schaffen. Nein. Hallo, Forza. Gut, halten wir mal fest, ich habe eingeparkt. Ah, schön. Ja, so kann ja eine Folge mal anfangen. Ich hatte mir gedacht, alle guten Dinge sind 43, hatte ich ja gesagt in der letzten Folge. Da mir jetzt irgendwie 3 Folgen zu wenig waren am Stück, habe ich mir gedacht, ach komm, machst du noch eine 4. hinten ran. In der befinden wir uns jetzt gerade. Ich glaube, damit bin ich dann fehlgeschlagen. Genau. Jetzt schon vorher bremsen. So, dann kommen wir hier besser rum und müssen hier zu sehr abbremsen und haben zu wenig PS. Hat das jetzt... Hallo? Was war das jetzt gerade? Irgendwas ist passiert, ich weiß nicht was. Egal, probieren wir jetzt einfach die nächste aus. Kann sein, dass dieses Auto wirklich nicht dafür gemacht ist. Ich muss bloß gestehen, ich will jetzt irgendwie schon eigentlich so viele Sterne wie möglich sammeln, aber ich befürchte, dass das doch nicht so cool ist, wenn ich dann andauernd bloß mit halben Sternen nach Hause komme, so nach dem Motto. So, und, komm schon. 90, das ist definitiv zu langsam. Was will man machen? 2 Sterne immerhin. So, jetzt haben wir hier noch einen Blitzer, für den wir, glaube ich, über 200 müssen wir da drauf kriegen. Das schaffe ich natürlich mit dem Auto nicht. Stimmt, ich wollte ja in der letzten Folge eigentlich noch was driften. Habe ich gar nicht gemacht. Warum habt ihr mich nicht dran erinnert? So. Ja, ist, das mit den Erinnern, das, wie soll denn das möglich sein? Habe ich schon mal meine professionellen Drift-Skills erwähnt, von denen ich ganz, ganz viel habe? Hat man ja jetzt gerade echt gut gesehen. Okay. Aber ich finde das ehrlich gesagt auch super schwer, wenn man einfach mal gar nichts sieht, da irgendwie was hinzubekommen. Vor allem, das ist so unfassbar langgezogener Drift. Mal gucken, dass ich vielleicht auch einfach nicht zu schnell anfange, sondern halt ein bisschen... Ups. Verdammt. Okay, 38.000, verdammt. Ihr müsst mal kurz entschuldigen, der Hund bellt. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Der Hund verlangte nach meiner Aufmerksamkeit. Ich denke mal, ihr habt das im Hintergrund ein wenig gehört, dass er fröhlich vor sich hingebellt hat. Da muss man halt einfach mal kurz Pause machen. Ich hoffe, ich denke dran, um das ordentlich dann auch auszuschneiden, dass ihr möglichst wenig davon mitbekommt. Aber kann ich natürlich nicht immer garantieren. Wow, ist das gemein. Also ich muss sagen, diese Driftzone ist so unfassbar schwer, finde ich.
Weil man muss da wirklich mit ein bisschen Karacho echt gefühlvoll reinsliden, um da überhaupt die Punkte zu bekommen. Vor allem, das ist so eine unfassbar langgezogene... So, nur mit... Ups. Ah, verdammt. Ja! Puh. Haben wir auch hier 3 Sterne. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das noch irgendwie klappt, denn ich habe im Endeffekt bloß die Handbremse gezogen. Ja, das ist halt... Oh. So, mal gucken. So, Driftzonen müssten wir damit dann alle vollständig haben. Auf Maximum, genau. Das ist doch ganz gut. Ich denke mal, wir machen jetzt einfach mal die Gefahrenschilder, falls da noch eins übrig ist. Die haben wir auch schon. Schön. So, dann Driftzonen, Bonustafeln, das brauchen wir nicht. Löffellisten, genau. Machen wir jetzt noch die Löffellisten. Ach, die haben wir jetzt auch schon alle. Krass. Ja, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen, wie soll ich sagen? So, machen wir jetzt Blitzer, genau. Da, Blitzer haben wir noch ein paar. Die werde ich aber mit dem hier nicht schaffen, das weiß ich. Dementsprechend springen wir jetzt einfach mal hier zurück und suchen uns mal ein schön schnelles Auto aus. Ich denke mal, mit dem Königseck werden wir nicht viel Freude haben. So, wo ist jetzt das Festival da? Ja, hat ja fast funktioniert. Mit dem Königseck werden wir nicht viel Freude haben, da Hinterradantrieb. Die Traktionskontrolle und sowas einfach mal auslassen und gucken, dass wir da irgendwie was hinbekommen. Aber ich denke mal, mit den Aventador können wir doch einiges anfangen. So, und da haben wir wieder mal so einen schönen schwarzen Bildschirm, wo ich ja ehrlich gesagt kein Fan von bin. Aber hey, das ging gerade schnell. Das ist schön. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir einen Blitzer. Echt ein Blitzer da hinten. Da müssen wir mal gucken, von wo wir da anfahren. Ich denke mal, wir müssen hier... Ja, ich probiere es einfach mal von da, ob das reicht von der Anfahrstrecke. So. Ah. Mal gucken, ob wir da 177 müssen wir drauf kriegen. Ja, ihr habt es gesehen. Locker. So, haben wir den geschafft. Dann nehme ich jetzt noch den hier oben. Ich mache das jetzt einfach wirklich mal im Schnelldurchlauf, dass wir möglichst viel jetzt schaffen, bevor wir dann wirklich die, 141 Sterne ist. So, mal gucken. Aber findet er Grip? Boah, wäre jetzt... So, oh, das hätte gereicht. So, kurz bremsen an das... Ey, was soll denn das? Na komm, schon wert fertig. Ja, gut, alle Dinge sind... So... Schon wieder. Werd fertig. Mann. So. Geht doch. Ja, war jetzt nicht unbedingt die schnellste Variante, aber mit den Aventador, der sich erstaunlicherweise trotz fehlender Traktionskontrolle sehr, sehr gut fährt. Schön. Dreht sich dann zwar irgendwann auch ein, aber hey, was soll's. Wie gesagt, heute heißt es mal so ranklotzen. Schaffen wir alles. So, Schaka. Das wird schon. Achso, warte, wie viel müssen wir? Moment, 193. Okay, komm. Und locker.
Ich glaube, das wird gleich wehtun. Ja. Okay. Geil ist das denn? So, mal gucken, haben wir jetzt hier. Ja, das Weich finde ich irgendwie noch mit am besten. So, mal gucken. Fotomodus. Kommt ein Lambo geflogen? Also, ich muss ja schon sagen, das sieht irgendwie echt cool aus. Machen wir fix noch ein Foto, ja, dass ich das halt dann auch für später dann vielleicht nochmal hochladen kann. Ich sehe gerade, ich muss unbedingt noch die Fotos von den letzten Autos machen. Wasserzeichen RB, genau. Wo machen wir es? Ja, kommt dahin. Da habt ihr ja gerade kurz gesehen, welcher Tag heute ist. Ist ja eigentlich kein großes Geheimnis, dass ich ein paar Sachen im Vorfeld aufnehme, wie ich halt gerade Zeit habe. Das hat für mich den Vorteil, dass ich echt entspannt dann die Sachen dann einfach bloß freischalten brauche. Dass ich halt auch gerade, wenn ich im Spielfluss bin, dann auch... Ups, da habe ich gerade das Mikrofon geschlagen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Dass ich dann halt einfach, wenn ich im Spielfluss bin, dann auch ein bisschen im Spielfluss bleibe. Autsch. Gut gelandet. Dass ich halt ein bisschen im Spielfluss bleibe. Dass ich dann halt einfach, ja, dann nehme ich halt 4, 5 Folgen am Stück auf. Ja, ist ja eigentlich für mich logisch und ich hoffe, ihr seht das genauso. Hat allerdings natürlich einen Haken, dass ich dann nicht sofort in der nächsten Folge dann auf Kommentare eingehen kann. Ups. So, komm, es haben wir auch locker 200, 330. Buff, unsichtbare Mauer. Ja, da dachte ich mir so, I believe I can fly. Nicht. Okay, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Schön, aber das macht sich gerade echt gut. Unter den ersten drei, gut, da hätten wir noch mehr rausholen können. Aber, ja, ich glaube, jetzt wird es schwer. Jetzt fängt es an, richtig schwer zu werden. Denn ich habe da schon ein paar von den Blitzerzonen. Moment, das brauche ich doch gar nicht. Genau. So, ein paar von den Blitzerzonen dabei zugeguckt, wie ein Kumpel das im Online-Modus probiert hat und wie er teilweise daran verzweifelt war. Ich habe da auch ein paar Aufnahmen gemacht, so bin mit der Drohne da die ganze Zeit hin und her geflogen. Ich denke mal, da kann man schon noch so ein bisschen was hier rausschnibbeln, da eine bestimmt eine coole Montage draus machen. Habe ich auf jeden Fall vor, ich weiß bloß nicht, ob und wann ich dazu komme. Wenn sich das mit der Ladezeit noch weiterzieht, dann vermutlich komme ich nie dazu. So, da sind wir wieder zurück. Das Spiel hat sich einfach mal verabschiedet. Fand ich schon ein bisschen uncool. Ups, da muss man echt gut bremsen. Oh, 127, hat das gereicht? Hatte ich ehrlich gesagt jetzt schon wieder nicht auf dem Schirm. Ah, doch, das hat gereicht. Schön. Da klappt das ja jetzt wie am Schnürchen. Bevor sich das Spiel nochmal verabschiedet. Aber ich muss sagen, das fährt sich ehrlich gesagt gerade mit den Allradautos ohne Traktionskontrolle besser, als würde ich mitfahren. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. So. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall... Ups. Nein, nicht gegen den Stein, nicht gegen den Stein. Danke. Gegen den Stein, genau. So, dass ich von hier ein bisschen... Ups. So, dann setze ich mir jetzt nach hier unten einen Zielpunkt. Denn dann zeigt er mir hier auch die Bremslinie an. Ich brauche definitiv nicht mehr Anlauf nehmen. So, mal gucken. Komm schon, komm schon. Ups. Wie viel müssen wir nochmal schaffen?
111, hat das gereicht? Hat das gereicht? Nein, hat's nicht. 113. Ein. Hat ja nicht. Hat ja kaum was gefehlt. Das finde ich ja jetzt gemein. So, jetzt wieder den Punkt nach oben setzen, dass wir dann hier ordentlich angedonnert kommen können. Mal sehen, ob das jetzt von unten leichter ist. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich auch gut. Fängt man eine Blitzerzone an und... Ah, okay, das... Ah, wieder... War das jetzt exakt die gleiche... Ah. So, okay, gut, das... Ja. Habe ich schon mal hier gesagt, dass das manchmal ein bisschen fies ist. So, jetzt... Das war ja, sah zwar gut aus mit den Driften, war aber alles andere als schnell. So, ich habe bloß ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, dass wenn ich jetzt Traktionskontrolle anmache, dass ich dann langsamer bin. Muss ich gestehen. Ah, mal gucken hier. Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Also, wenn ich mich nicht irre, oder beziehungsweise wenn ich mich recht erinnere, ist es von. Na, ist schön aus dem Traum. Es müsste eigentlich von unten nach oben leichter sein als andersrum. Bin mir da aber jetzt nicht 100% sicher. So, wieder einen Punkt setzen. Und hoffen, dass wir es jetzt hinkriegen. So, da kommen wir mit ordentlich. So, jetzt ordentlich beschleunigen und. Oh, 108. So, wie ihr sehen könnt, Kumpel 113. Ganz knapp das geschafft. Und wenn er das schafft, dann schaffe ich das auch. Punkt. Ist jetzt einfach so. Okay, ich glaube, das war am Anfang zu langsam. Ah, 110. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Aber ihr seht, es ist eng. Es ist eng. Es ist mit dem Auto machbar. Und ich schaffe das jetzt noch. Basta. So, hab noch ein bisschen Zeit. Oh. 110, sie haben ihr Ziel erreicht, ich weiß, ja, schön für dich. Was, unter den ersten 37%? Wie schnell sind die anderen Länder gefahren? Nein, komm schon. Moment, wir sind ja noch in der Blitzerzone, komm, das können wir noch retten. Mal kurz vom Gas gehen. 112. Neue persönliche Bestzeit, aber das war nicht schnell genug. Doch. Was? Haben wir das jetzt mit 112 geschafft? 112? Wir hätten noch 113 schaffen. Okay, gut. Ich probiere jetzt noch das. So, nach unten setzen. Genau. Das probiere ich jetzt noch. Dafür, dass ich in der Folge jetzt einmal vom Hund gestört wurde und einmal das Spiel abgeschmiert ist, können wir noch das hier noch hinterher schieben. Dann waren wir echt effektiv heute unterwegs. So, mal gucken. Das war das, was wir mit den NSX schon probiert hatten. Wir kommen schon runter, genau. So, ich hätte mir natürlich auch merken sollen, wie viel, ups, komm schon, 90,99. Ich befürchte, das war zu langsam. Ja, das war zu langsam. 97 ist es, oder? Wie viel war es jetzt? Doch, 97, komm, einen Versuch haben wir noch. Ich will das jetzt schaffen, oder?
Okay. Ich glaube, das war so nicht vorgesehen. Ah, Moment, da muss ich jetzt kurz vom Gas gehen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. 97,07. Wenn das jetzt nicht gereicht hat, dann weiß ich auch nicht. War jetzt zwar vielleicht nicht das Eleganteste, gerade so an der Leitplanke entlang sliden, sollte man jetzt nicht unbedingt machen, aber damit haben wir auch das geschafft. Und ja, ich denke mal, ach komm, weil wir es können. Ich will das jetzt noch machen. So. Dann haben wir das denn einfach fertig. Wenn jetzt diese Blitzerzone hoffentlich beim ersten Versuch klappt. Ich weiß, die ist unfassbar mies. Genau, die hier. Und genau jetzt fährt da natürlich jemand rein. So, 78. Wie viel müssen wir schaffen nochmal? Oh Gott, 97. Gott, wie soll das möglich sein? Also es ist möglich auf jeden Fall, aber wie? Gut, da hat jetzt der Blitzer nicht ausgelöst. Beziehungsweise die Zone nicht ausgelöst. Ups. Oh. Können wir da jetzt... Ey, das... Ja, gut. Ich habe jetzt den Dreh raus, wie man das schaffen kann. So, neue Bestzeit. Ist ja schön und gut. Aber ihr habt gesehen, es gibt da einen Trick. Den ich jetzt ehrlich gesagt auch knallhart ausnutzen werde. Denn ich befürchte sonst... Oh, 2 km/h haben gefehlt. Das hat noch nicht gereicht. Ah, komm schon, werd fertig. Ah, das nervt mich ehrlich gesagt, dass man das nicht irgendwie abkürzen kann. So, und... Ah, das war natürlich echt voll intelligent. Ah, so, gucken hier durch. 97,04. Gut, war nicht wirklich elegant. Und ich denke mal, man kann es auch anders schaffen. Aber hey, damit haben wir jetzt das auch geschafft, dass quasi alle Blitzer, alle Gefahrenschilder, Driftzonen, ja, dass quasi die Sachen alle auf 100% sind. Und ja, damit bin ich jetzt mit einem zugefrorenen oder einem gerade zufrierenden Lamborghini raus aus der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Forza Horizon 3 Blizzard Mountain. Dann allerdings aus einer neuen Aufnahmesession und... sehr wahrscheinlich auch nach Weihnachten. Dementsprechend werde ich dann in der nächsten Session auch ein bisschen über Weihnachten reden können, was ich vielleicht geschenkt bekommen habe oder so. Oder ja, doch, das werde ich dann machen. Ja, wie gesagt, ich bin dann raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.